In der Übung Toyota, Ford und VW sollten wir aus einem mehr oder weniger rohen Dokument, Word-Dokument, im Word 2016 bzw. Word 365 eine längere Dokumentation erstellen. Ich habe mir erlaubt, ein Dokument vorbereiten. Ich habe mir auch ein paar Bilder reingebuttert. Ich habe auch zwei, drei Smart Arts bereits eingebaut. Ich habe auch ein Diagramm, also kopiert und eingefügt. Allerdings die Smart Arts Diagramme, Smart Arts und Diagramm werde ich ersetzen. Wir müssen hier mehrere Dokumentelemente einbauen, wir müssen Deckblatt einbauen, Inhaltsverzeichnis, wir müssen Struktur schaffen mit Überschriften, wir müssen Gliederung schaffen, also die Gliederung 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, etc. Wir müssen Bilder beschriften, wir müssen Fuß und beziehungsweise Endnoten machen mit Quellenangabe, woher haben wir Text, falls wir zitieren. Wir müssen Aufzählungszeichen machen, wir müssen Nummerierung machen, wir müssen Abbildungsverzeichnis machen und Index wäre nicht schlecht, auch zu erstellen. Dann schauen wir noch, dass wir das Ganze anständig darstellen. Seitenränder stimmen, dass Kopf- und Fußzeile dabei sind, dass die Seiten nummeriert sind. Ja, das wäre es. Im Moment. Ich beginne mit Vorbereitungen. Ich vergrüße jetzt schnell mit Ctrl-Scroll die Seiten. Und jetzt eigentlich sollten wir das Ganze bereits beginnen im rohen Zustand, bevor wir die Dateien drin haben. Ich markiere mit Ctrl A und mit X. Ctrl X schneide ich alles aus. Das landet in der Zwischenablage. Da kann ich Registerkarte starten. Da ist alles jetzt zwischenkopiert. Und jetzt, bevor ich beginne überhaupt mit Word zu arbeiten, soll ich mir Gedanken machen zum Layout von Dokumenten. Jetzt, Seitenränder spielen ziemlich eine wichtige Rolle. Standard ist oben 2,5, unten 2, links und rechts 2,5 cm. Bei dieser Darstellung gehen ca. 35% vom Blatt, werden als Reserve verwendet. Das ist ziemlich viel. Und jetzt, falls das nicht vordefiniert ist für eine Arbeit, dann können wir ruhig Folgendes machen. Falls ich mit Kopfzeile arbeiten möchte, dann ist 2,5 Zentimeter ziemlich viel. Ich könnte sogar mir vorstellen, in gewissen Fällen sogar nach oben gehen. Unten mache ich 1,7 oder 1,6 cm. Links mache ich 2 cm, rechts mache ich 2 cm. Ich bleibe beim Kochformat, nicht beim Querformat. Ich sage, das sollte sich für das ganze Dokument auswirken, nicht nur für Dokument ab hier. Und dann sage ich, okay, zack. Die Änderungen wurden übernommen, das sehe ich auf dem Lineal. Da links 2, rechts 2, oben 2,5 und unten sollten unter 2 cm sein. Das ist so. Dann sollten wir mehr oder weniger Rotex erstellen. Ich kopiere mir jetzt diesen aus der Zwischenablage. So sieht es aus. Und jetzt habe ich folgende Struktur im Dokument. Ich habe Firma, ich habe Kapitel allgemeine Informationen über die Firma, ich habe Marken als ein Unterkapitel. Großkonzerne haben mehrere Marken, dann Produktion, Standorte und Topseller vom Hersteller. Bei Toyota dachte ich, das ist Corolla, das wäre Camry bzw. RAV4 inzwischen. Dann habe ich Ford,
genommen. Ich habe die absolut gleiche Struktur genommen wie bei Toyota. 1 zu 1 Standort, der Topseller. Und VW kommt noch an. Und jetzt, sobald ich mehr oder weniger Texte gemacht habe, ich habe auch ein paar Bilder bereits hier eingefügt. Ich habe mir aber erlaubt, noch ein paar Bilder auf dem Computer zu speichern und später die ganze einzufügen. Und jetzt, ich beginne mit in der Registerkarte Start. Ich markiere Toyota als Marke und ich sage, das ist Überschrift 1. Dann allgemeine Informationen markieren und ich sage, das ist Überschrift 2. Und jetzt kann ich diese Formatierung Überschrift 2 mit einem Doppelklick auf Format übertragen, Klick, Klick, mehrfach zuweisen. Ich weise das hier noch dazu. Ich weise das hier und hier dazu. Wichtig ist bei Topseller ebenfalls, bei Ford allgemeine Informationen das gleiche. Dann Marken, Ditto, Produktion, Standorte, Topseller, allgemeine Informationen bei VW. Ich spare mir so ziemlich Zeit, statt jedes Mal separat alle Eigenschaften zuzuweisen. Ich übertrage das einfach, das Ganze. Ich glaube, das ist alles, was Überschrift 2 anbelangt. Mit Escape oder mit Klick auf Format übertragen unterbreche ich Formatübertragung. Ich denke jetzt noch aber, dass Unterteilung der Autoklassen, das sollte Überschrift 1 sein. Weltgrößte Hersteller, Statistik. Übersicht. Das sollte Überschrift 1 sein, genau wie VW. Und jetzt diese Modelle, VW Polo und Volkswagen Golf, das ist Unterkapitel von Topseller. Topseller habe ich mit Überschrift 2 formatiert, darum markiere ich Golf. Ich sage, das ist eine Stufe tiefer, das ist Überschrift 3. Und Ditto das gleiche mit VW Polo mache ich. Ja. Jetzt bei Ford waren das Focus Überschrift 3 und Ford F150. Da zeigt man, da sieht man, dass Europa nicht so wichtig ist. 150er spielt in Europa nicht so eine gewaltige Rolle. Dann Toyota RAV4, das ist auch Überschrift 3, also Klick. Format übertragen, Doppelklick und auf die andere Toyota-Modelle übertragen. Und jetzt das Einzige, was uns geblieben ist, so mit Formaten, wäre Ford, das ist Überschrift 1. Und wäre VW, das wäre ebenfalls Überschrift 1, das ist jetzt Haupttitel. Und jetzt interessanterweise kann ich bereits jetzt Vorteile von dieser Struktur mit Überschriften ziehen. Jetzt vor dem VW habe ich so ein Dreieck. Wenn ich drauf klicke, ziehe ich Kapitel zusammen. Ja. Jetzt beim Ford wird das gut ersichtlich. Jetzt ist das mehr oder weniger geöffnet. Also jetzt ist es geöffnet. Und jetzt, wenn ich beim Ford klicke, zack, der Inhalt bis zur nächsten Überschrift 1 wird zusammengezogen. Will ich es aufmachen, mache ich es auf. Aber so für Übersicht denke ich mir, das ist eine gute Idee, mit Toyota ebenfalls zusammenzuziehen. Und jetzt plötzlich ist meine Arbeit auf einem Blatt. Obwohl ich weiß, dass, wenn ich das aufmache, klick, 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 habe ich 10 Seiten. Ja. Ein weiterer Vorteil von dem ganzen Vorgang ist, ich kann via Start Gliederung, ich vergrößere das ein kleines bisschen,
Registerkarte Start nicht aufzählen, nicht nummerieren, sondern Gliederung. Gliederung ist unsere nächste Station. Dann gehe ich auf Listenbibliothek und ich sage, hey Computer, nummeriere das je nach Kategorie. Machst du einstellige Nummerierung bei Überschrift 1, zweistellige bei 2 und dreistellige bei Überschrift 3. Klick, gemacht. Und jetzt, in diesem Moment passiert Folgendes, das was die Überschriften sind mit 1, 2, 3, 4, 5 nummeriert. Und jetzt Unterteile 2, 1, Entschuldigung, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Jetzt kann ich das natürlich aufmachen, wieder mal, damit es einigermaßen alles stimmt. Was uns jetzt noch fehlt, ist ganz am Anfang Inhaltsverzeichnis und Deckblatt. Und jetzt eigentlich, es wäre flott, so Platz vorbereiten, noch bevor wir mit Überschriften überhaupt zu arbeiten beginnen. Ich habe jetzt Überschriften genommen, genau um vielleicht die problematischen Fälle zu zeigen. Wenn ich jetzt, egal wo ich im Dokument stehe, mit Control Home, komme ich immer auf die erste Stelle des Dokumentes. Control Ende bin ich am Ende vom Dokument. Control G erlaubt mir zu Seite, zum Beispiel Seite 5 zu gehen. Ja? Oder erlaubt mir, zu Überschrift zu gehen. Zack. Fünfte Überschrift im Dokument. Das ist scheinbar erste. Was auch immer, wir müssen jetzt mit Control Home am Anfang vom Dokument gehen. Und wir brauchen hier neue Seite und wir brauchen hier ein Deckblatt. Ein Deckblatt einzufügen ist relativ einfach. Wir müssen auf Einfügen gehen, Deckblatt, und da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, ein Deckblatt einzufügen. Ich nehme jetzt so eine Art. Ich denke, ich werde da vielleicht ein paar Änderungen noch machen, aber jetzt mache ich Dokumenttitel, das wäre Toyota VW Ford Auto Marken in Europa, also was auch immer. Exposé, etwas so kurz, Exposé zu unserem Thema müssen oder sollten wir hier erfassen. Natürlich unsere Adresse. E-Mail kann man noch ergänzen. schubschubs.ch und tschüss. Eine kurze Skizze über Toyota Ford. Und jetzt, ich denke, das ist noch relativ trist. Ja. Denke ich, das wäre schön, wenn ich die Grafiken, welche ich bereits hier positioniert habe, wenn ich sie noch auch auf der ersten Seite hätte. Ja. Und jetzt, ich mache das so. VW ist versteckt im Moment. Ich sage, ich will das kopieren, Ctrl-C. Und jetzt sehen wir auch, wie praktisch die Zwischenablage ist. Ctrl-C Ford und Ctrl-C Toyota. Jetzt kann ich zu beliebigen Zeitpunkt auf Deckblatt gehen und sagen, lieber Deckblatt, da kommt Toyota, da kommt Ford, da kommt VW. Jetzt verrutscht mir alles
auf das nächste Blatt. Da denke ich mir, aha, hoppla, so gut ist es nicht. Ich sage, klick auf Layout-Optionen von diesem Bild und vor dem Text. Klick, rechte Maustaste, Layout-Optionen, wieder mal vor dem Text mit fort. Und mit Toyota das gleiche. Rechte Maustaste, Textumbruch, vor dem Text. Und jetzt, das bewirkt, dass die Bilder, die schweben über dem Blatt. Jetzt gibt es keinen Konflikt mit anderen Elementen auf dem Blatt. Jetzt verrutscht mir nichts auf die nächste Seite. Das ist alles okay. Ja? Das lohnt sich so zu erstellen. Nun aber, denke ich mir, hier brauche ich noch eine leere Seite. Und jetzt, um eine leere Seite zu machen, natürlich könnte ich auf Ctrl-Enter gehen. Dann gibt es Seitenumbruch. Ich lande auf dem zweiten Blatt. Ich mache das ein bisschen anders jetzt, um einfach eine andere Methode zu zeigen. Ich springe auf Registerkarte einfügen und ich sage, leere Seite brauche ich. Und jetzt, zack, wird die nächste Seite eingefügt. Und jetzt genau das passiert. Wir haben im Voraus bereits Titel mit Toyota formatiert als Überschrift 1. Und über Toyota verrutscht auf die nächste Seite. Aber die Formatierung Überschrift 1, die bleibt auf diesem Dokument da hängen. Jetzt die erste Problematik. Das erste Problem ist, dass Toyota Nummer 2 ist und hier Nummer 1. Und jetzt, schauen Sie mal, ich mache es noch einmal. Ich gehe zurück. Hätte ich Toyota nicht, hätte ich das als Standard formatiert und hätten wir jetzt da einfügen, leere Seite gemacht, dann hätten wir das Problem nicht. Wir könnten im Nachhinein Toyota markieren, via Start, Überschrift 1, umformatieren und wir haben kein Problem. Leider, wir denken nicht mehr dran, das in die richtige Reihenfolge zu machen und haben manchmal hier dann falsche Formatierung. Jetzt, wenn wir so eben so eine doch falsche Formatierung haben, ich mache das nochmals, Schutz, Toyota, einfügen, leere Seite, und hier erscheint Nummer 2, Nummer 1 ist hier. Ich kann natürlich die erste Zeile markieren. Und jetzt wichtig ist, wenn ich da auf Löschen klicke, dann passiert Folgendes. Wird gelöscht, aber es besteht eine Möglichkeit, dass, wenn nicht sauber gelöscht ist, dass da immer noch Überschrift 1 bleibt. Ich mache Retour. Weil eigentlich das 1 haben wir nie geschrieben. Was wir nicht geschrieben haben, müssen wir auch nicht löschen. Das ist entstanden via Formatierung. Also es lohnt sich, diese Zeile zu markieren, auf Start zu gehen und sagen, so, Standardschrift. Und in dem Moment verschwindet das Ganze. Jetzt, wie da die Seite strukturiert ist, kann man noch besser schauen. Wir sehen, wenn man auf Start klickt, Hilfszeichen einblendet, und dann sehen wir, aha, hier ist auch Überschrift 1. Kann es problematisch sein, muss aber nicht. Ja? Okay, und jetzt Inhaltsverzeichnis auf dieser Seite zu erstellen, ich nehme Hilfszeichen weg, ist relativ einfach. Ich muss jetzt auf Referenzen gehen, manchmal heißt das Verweise, dann auf Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite und automatisches Verzeichnis. Wichtig ist, dass das ein Verzeichnis mit Überschriften ist. Und wenn ich das mache, zack, back, habe ich mein Verzeichnis gemacht. Kann man brauchen. Wichtig ist, richtige Position beziehen, im Voraus formatieren als Überschriften und dann können wir Inhaltsverzeichnisse. Jetzt,
Wir haben Inhaltsverzeichnis jetzt bereits geholt, aber wir werden das in unserer Arbeit noch weiterentwickeln. So müssen wir Inhaltsverzeichnis mehrfach noch anpassen. Aber das ist gut so, dann sehen wir, wie das zu machen ist. Als erstes möchte ich noch die Position der Bilder im Text anpassen. Mit Ctrl-Scroll vergrößere ich mir die Seite, damit ich es gut sehe. Und jetzt, ich will Klick bei Layout-Optionen. Ich will Option mit Textumbruch haben, und zwar eng. Eng ums Bild sollte das Ganze hängen. Ja? Und jetzt merke ich, aha, hoppla, das ist scheinbar ein Bild, PNG-Grafik zum Beispiel, welche transparent ist einfach. Da, wo es weiß scheint, ist transparent, und dann in der Option eng rutscht der Text, ist eng um die sichtbaren Grafikelemente da. Und da denke ich mir, ah, hoppla, das ist nicht so gut. Ich probiere doch besser mit Quadrat. In dem Moment orientiert sich Text an der Grenze rund um diese Eckpunkte oder Mittelpunkte. Und ich denke, aha, hoppla, das ist schon besser. Das kann ich jetzt auch, so ein Bild kann ich jetzt positionieren. So ein Bild kann ich, klick, Bildtools, Format in der Höhe oder Breite anpassen. Und so ein Bild kann ich zuschneiden. Ich merke jetzt, dass mir da doch ein bisschen zu viel Platz weggeht. Ich denke, das reicht, wenn das so ist. Habe ich zugeschnitten bereits. Ich muss es noch vielleicht auspositionieren. Und was wichtig ist, ich sollte das beschriften. Und jetzt klicke ich auf das Bild, gehe ich auf Referenzen oder beziehungsweise Registerkarte verweise und ich sage Beschriftung einfügen. Ich schreibe dabei Abbildung 1, Logo von Toyota 2018. Ich denke, Abbildung ist eine gute Bezeichnung. Das definiert nicht, ob es ein Foto oder eine Zeichnung ist, wie die anderen Sachen. Es ist, sollte unter dem Objekt sein und okay. Und jetzt, was ich jetzt noch machen sollte, ich sollte vielleicht diese beiden Felder, Feldbeschriftung und Feldbild, miteinander gruppieren. Das ist relativ einfach zu machen. Ich muss Klick auf die Grenze von der Beschriftung, Ctrl-Taste drücken halten, Klick auf die Grafik. Die beiden Elemente sind erfasst. Und jetzt kann ich sagen, jetzt erscheinen auch Zeichen-Tools, die passen zur Abbildung, zur Beschriftung. Jetzt kann ich sagen, das Ganze sollte gruppiert werden. Also Zeichentools, Format gruppieren, und es ist gruppiert. Ich kann immer noch reinklicken mit Doppelklick. Ich kann immer noch sagen, du Computer, schau mal, eigentlich will ich da zum Beispiel Abstände zwischen Textzeilen verkleinern. Ja? Das kann ich immer noch bearbeiten. Aber wenn ich drauf klicke, im nächsten Moment ist das ein Objekt, verschiebe ich das Ganze, verschiebe ich sowohl Grafik wie auch Beschriftung. Moment mal, wie ging das nochmals? Ich scrolle schnell zum nächsten Bild. Ich klicke es an. Ich gehe auf Referenzen bzw. Verweise. Ich sage Beschriftung einfügen und dann schreibe ich Standorte
von Toyota 2018. Und jetzt nach Semikolon mache ich noch Quellenangabe vielleicht. Quelle. www. Motor. Torque.de. Ja. Zack. Ist eingefügt. Zack. Wird angeklickt. Und jetzt schauen wir mal. Das funktioniert anders. Das kann ich nicht so anklicken und erfassen als Feld. Und jetzt frage ich mich, warum ist das so? Die Antwort ist relativ einfach. Ich war zu schnell. Ich habe nicht auf das Bild geklickt. Und ich habe da nicht gesagt, mit Textumbruch, also Grafikformatierung. Hätte ich das gemacht, so wäre die Beschriftung einfügen. Folgende Situation entstanden, so wäre die Abbildung als Objekt, als Feld erschienen, könnte ich anklicken, Ctrl-Taste drücken, zweites Bild und dann Zeichentools Format gruppieren. Zack, das Ganze gruppieren. Und es ist gemacht. Jetzt könnten wir natürlich das ein kleines bisschen verkleinern. Hopp. Positionieren hier. Und wir erzwingen so ja, Raumverteilung, andere Raumverteilung. Ich schiebe Topseller ein bisschen nach unten. Schnell das Ganze beim Fort. Wieder mal, zack, Textumbruch, Quadrat, dann Referenzen, Beschriftung einfügen, Logo vom Ford 2018, schwupps, Klick, Zeichen durchs Format, gruppieren, ist gemacht. Ja. Jetzt, wenn ich im Nachhinein merke, oh, ich sollte eigentlich fort ein bisschen enger zuschneiden, kein Problem. Klick aufs Bild. Erstens, ich könnte hierher klicken, klick. Bildtools. Und jetzt immer noch zuschneiden, die Grenze enger ziehen vom Logo fort. Zack. Aber in dem Moment ist ein bisschen problematisch, weil wir ein Feld Grafik haben, ein Feld Text und ein Feld das Ganze. Ja. Von dem her lohnt es sich manchmal zu sagen, du Computer, schau mal, ich will Zeichentools Gruppierung aufheben. In diesem Moment kann ich sagen, klick, also rausgehen. Klick aufs Bild, Bildtools Format zuschneiden, jetzt in nicht gruppiertem Zustand. Zack. Da kann man noch die Größe von Beschriftung anpassen, man kann Position von Fort anpassen. Denke ich, so ist es gut. Und jetzt Klick, Ctrl-Klick. Jetzt können wir das Ganze nochmals gruppieren. Hat funktioniert, Position beziehen, alles in Butter. Die anderen Grafiken werde ich auf gleiche Art bearbeiten. Ich wäre aber froh, wenn wir jetzt noch schnell auf das da gehen können, auf Smarter. Und jetzt, ich versuche unten dran etwas Identisches oder in diese Art erstellen, die Entwicklung von Toyota Corolla. Jetzt, was wichtig ist, ich muss auf eine Position beziehen, einfügen, Smart Arts gehen und ich denke, so wie das aussieht, das ist eine Liste.
kann sein, dass das, das kann sein, dass diese Liste ist, ne? Vertikale Bildliste, heißt das wunderbar. Und jetzt Text. Mache ich ein Textfeld von diesem Smartcard. Toyota Camry, Corolla 1. Dann mache ich drei und fünf. Ich überspringe Generationen und dann schreibe ich Baujahr. Sagen wir 1970, Gewicht 760 Kilo. Ja. Dann machen wir da Baujahr 1986, Gewicht 160 Kilo und dann Baujahr 2012 und Gewicht 1150 Kilo. Und jetzt will ich noch eigentlich aktuelles Modell hinzufügen. Und jetzt zum Glück erscheinen, sobald wir auf SmartArt klicken, erscheinen SmartArt Tools Form, also auf das Ganze klicken, Klick, Form hinzufügen. Und jetzt kann ich noch Toyota Corolla 2018. Baujahr ist dann einigermaßen klar. Und jetzt springe ich zum ersten Objekt. Ich mache einen Doppelklick und die Frage ist, woher eigentlich das Bild? Ich versuche mit Online-Bilder. Und jetzt schreibe ich, ich brauche Toyota Corolla 1970. Schwupps. Warte. Alle Ergebnisse anzeigen. Und ich habe. Und wir haben da Toyota. Jetzt einfach das passende Bild finden. Das denke ich, sieht gut aus. Einfügen. Gut, ich hab's. Da. Ich gehe nochmals. Klick da, Online-Bilder, Toyota 1986, mal schauen, ob ich auch so ein gutes Bild finde. Transparent, voilà, und haben wir. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich dann 86 ist, und das könnte sein. Dann gehe ich auf, wieder mal Corolla 2012. Ich habe gesagt, zeig alles, was du hast. Vom Typus her haben wir gesagt, transparent. Und jetzt haben wir hier bereits so etwas. Und Corolla 2018. Ich glaube, auch Symbol habe ich angeklickt. Schnell Online-Bilder. 2018. Typ transparent. Alle Bilder anzeigen. Und ich denke,
In etwa. Das. Und jetzt habe ich SmartDot erstellt. Ich klicke nochmals drauf. Ich gehe auf SmartDot Tools, welche erscheinen, Entwurf. Jetzt sage ich, mach noch Farbe wechseln zwischen Generationen. Ich will eigentlich betonen, dass das Entwicklung vom Gleichen ist. Also ich bleibe bei blauen Tönen eigentlich. Gleich, aber nicht gleich, so nach dem Prinzip. Und jetzt, was für mich wichtig ist, das kann ich jetzt löschen. Unsere Vorlage, mehr oder weniger Ziel erreicht. Was wichtig ist, ich muss die Quellenangabe machen. Jetzt habe ich da etwas geschrieben, dass es wurde über 1,3 Millionen Mal verkauft. Und jetzt sehe ich, da ist die Quelle von dieser Information, habe ich mir notiert. Ich schneide es aus, beziehungsweise ich würde aus dem Internet kopieren. Und jetzt, ich beziehe hier Position, ich gehe auf Referenzen, ich sage Fußnote einfügen und dort schreibe ich Quelle. Zack, Toyota, Adresse und dann abgerufen am 15.05.2018. Es ist relativ wichtig zu schreiben, also das ist absolut obligatorisch zu sagen, woher wir das haben. Und dann, es lohnt sich im Fall vom Internet noch sagen, an welchem Tag wurde die Information abgerufen. Internet ist dynamisch, kann sich ändern. Und vielleicht stimmen die Angaben, sind Angaben anders korrigiert oder angepasst, was auch immer, ein paar Monate später. Jetzt genau das Gleiche. Zuerst Informationen kopieren, dann Position im Text beziehen, gleich nach dem Satz oder nach dem Wort, zu dem die Fußnote passt. Und jetzt Fußnote einfügen. Schreiben. Gemacht. Ja, das ist gemacht. Und jetzt, was auf diese Art und Weise sollten wir noch weiter die Sachen bearbeiten. Ich möchte das jetzt nicht machen, weil das eigentlich Wiederholung vom Ganzen ist. Was ich aber machen möchte, ist alles markieren. Und jetzt merke ich, dass ich eigentlich da extrem viel, das sieht ziemlich hässlich aus aus meiner Perspektive. Ich denke, es ist besser, wenn ich Start-Blocksatz mache. Zwar führt es manchmal zu komischen Sachen, aber okay. Ich könnte aber auch alles markieren und jetzt muss ich ganz kurz schauen, jetzt habe ich einen kleinen Blackout. Nein, das gehört nicht dazu, das gehört auch nicht dazu. Ich möchte Silbentrennung machen, das ist die Registerkarte Layout. Ich sage automatische Silbentrennung, weil hier eigentlich jedoch weder in Deutsch-Land, wenn ich da Wort unterbreche, wird das weniger hässlich aussehen. Also machen wir auf Silbentrennung automatisch. Zack. Und tatsächlich haben wir viel mehr Platz. Platz wird besser genutzt. So sieht das aus. Und jetzt, was uns noch fehlt, das ist sicherlich ebenfalls etwas vom Register einfügen, und zwar die Seitenzahl. Ich sage, ich will am Ende vom Dokument Seitenzahl haben. Und zwar, ich will auch sehen, von wie viel total ist es. Also Seite x von y, wenn ich drauf klicke, sehe ich, aha, das ist Seite 2 von total 12. Deckblatt wird immer als Seite 0 bezeichnet. Ich ziehe das
Ich habe das jetzt ein bisschen nach unten gezogen. Es muss auch nicht so groß sein. Es kann ruhig ein bisschen dezenter sein. 10 ist hervorragend. Und jetzt merke ich, hoppla hoppla, da passt die Formatierung nicht. Fort, Klick, sollte separate Seite haben. Also Position vor, fort beziehen, Ctrl Enter. Und jetzt habe ich fort separat auf einem Blatt. VW, Ctrl Enter oder, Entschuldigung, oder einfügen Seitenumbruch. Oder Layout-Umbrüche, die gewünschte Umbruchart, nächste Seite. Und dann ist es gemacht. Was ich noch schnell zeigen möchte, wäre so Erstellung von einem Diagramm. Ich mache das nicht in Word, sondern ich mache das in Excel, in einer leeren Mappe. Jetzt muss ich schnell mir die Zahlen abschreiben. Das ist Firma Toyota, VW, Gruppe, dann GM, dann Renault, Nissan und dann Hyundai, Kia, Ford ist gar nicht dabei, Pech gehabt. Und jetzt Anteil. Und jetzt, ich mache eine kleine Veränderung. Ich notiere nicht wie hier Prozente, sondern ich notiere mir die Zahlen. Also ich werde jetzt ein bisschen Zahlen erfinden. Ich werde schreiben, dass Hyundai liegt mit 3.400.000 Einheiten da. Dass Renault liegt bei 3,6 da. Dass GM liegt bei 4.200.000, VW Gruppe und Toyota, die sind praktisch identisch. Ich glaube, da sind das ist wirklich tatsächlich so, dass sie Kopf an Kopf rennen liefern, sich liefern. Die Zahlen sind zu tief. Ich habe nur auf Proportionen geschaut. Ja? Das ist gerade wichtig. Ich mache mir noch schnell hier eine kleine Summe von diesem da. Und jetzt schaut mal, die schnellste Art, Diagramm zu erstellen, ist Daten sauber erfassen, Taste F11 drücken, dann wird automatisch Diagramm auf einem Blatt erstellt und dann können wir Diagramm bearbeiten. Ich gehe auf Diagramm-Tipp ändern, weil ich habe gesehen, dass das ein Kreisdiagramm verlangt wird. So eins. Okay. Ich habe gesehen, dass es irgendwie komisch angepasst ist. Ah, voilà, da haben wir sofort das Ganze. Dass es angepasst worden ist. So. Und ich weiß, dass wir hier alles verändern können. Ja. Wir haben scheinbar im Text Prozente und Namen hier oben. Also ich versuche, das Ganze gleich zu gestalten. Ich nehme diese Darstellung. Ich mache allerdings die Prozentzahlen für mich ein bisschen größer. Ich sehe nicht so gut. Zack. Und jetzt überlege ich mir Anteil, ich glaube, da heißt es anders bei uns im Word. Absatz 2015. Also, klick, klick. Absatz 2015. Das ist alles Lego-Bausteine, man kann alles verändern. Und das ist eigentlich unser Diagramm. Ich speichere das schnell alles auf dem Desktop. Es ist im Ordner FHS, Auto,
Markt. 2050 der Gramm. Und jetzt habe ich ein paar Möglichkeiten, das Ganze sauber hier einzufügen. Es kommt darauf an, was ich erreichen möchte. Wenn ich hier im Word ein Diagramm haben will mit Daten, und die Daten sollte man anpassen, dann sollte ich Position beziehen, sollte ich sagen, Entschuldigung, ich mache noch Exit zu schnell, soll ich sagen, einfügen, Objekt, und dann aus Datei erstellen, durchsuchen. Wir haben das auf dem Desktop gespeichert, im Ordner FHS, Automarktdiagramm, einfügen, und in diesem Moment, Hokus Pokus Abracadabra, erscheint uns nach gefüllter Ewigkeit Diagramm. Allerdings, Diagramme sind querorientierte Wesen, querblattorientierte Wesen. Und darum sehe ich gar nicht alles, was ich da haben möchte. Das erste, was ich mache in dieser Situation, wäre ein Doppelklick drauf. Und in diesem Moment lande ich wirklich im Excel. Via Word habe ich Excel-Ansicht. Und wenn ich an den schwarzen Punkt links packe, drücke, halte und zusammenziehe, reduziere fast um die Hälfte, dann mache ich eine Art von Beschneidung vom leeren Bereich. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr reduziert. Ich sehe, dass ich links und rechts noch prächtige Reserven habe. Und jetzt, wenn ich das gemacht habe, sehe ich, aha, ja, mit dem kann ich jetzt leben. So diese Größe finde ich cool. Und jetzt merke ich mir, aha, hoppla, da habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar der GM ist nicht so groß. Beziehungsweise V ist ein bisschen größer. Kein Problem. Ich kann immer noch jetzt hier Daten anzapfen. VW nach oben, GM nach unten und Diagramm reagiert drauf. Es bringt zwar in Zahlen bei diesen prozentuellen Darstellungen keine Veränderung, aber ich weiß, das sind andere Zahlen. Wenn ich sehe, sehe ich auch hier, aha, hoppla, das ist. Jetzt habe ich gesehen, 4,5. Und jetzt denke ich mir, vielleicht wäre das gut, wenn ich bei Diagramm-Tools Diagramm-Elemente hinzufüge in Legende. Da könnte ich sagen, zeig mir die Legende-Optionen. Und er zeigt mir. Entschuldigung, das ist nicht Legende. Das sind Datenbeschriftung. Datenbeschriftung-Optionen. Zack. Und der fragt mich, was willst du haben? Und ich sage, ich will nicht nur Prozent haben, ich will auch den Wert haben. Und eigentlich Rubrikennamen wäre auch flott, wenn das dabei wäre. Es sollte mit einem Trennzeichen getrennt werden. Nur denke ich mir, besser neue Zeile, also untereinander anzeigen. Und sage, okay. Und in diesem Moment sehe ich, dass Renault Nissan macht 3,6 Millionen, 18%, und die anderen machen so und so viel. Dann denke ich mir, in dem Moment brauche ich die Legende nicht, na, klicke drauf, delete, habe ich mehr Platz für Diagramm. Und wenn ich jetzt außerhalb von Diagramm klicke, es ist verbracht. Ist alles da. Ja? Ich schiebe noch weltgrößte Hersteller Ctrl-Enter auf das nächste Blatt. Und das ist okay so.
Und jetzt würde ich noch eine Tabelle, Excel-Tabelle einfügen wollen. Klick, klick. Zum Beispiel Kosten. Kostenanteil. Dann Entwicklung. Dann Produktion. Dann Distribution. Dann Marge, das gehört zwar zu Distribution, aber sagen wir Support. Dann sehe ich das. In CHF pro 1000 Franken. Dann sehe ich das diverses. Ich sehe, dass Entwicklung macht 250 Franken, dass Produktion macht 370, dass die Distribution macht 180. Ich muss aufpassen, nicht über 1000 zu gehen. Das Support macht 60 und diverses macht 55. Ja. Das ist eine Tabelle. Und jetzt kann ich das noch einfärben. Und jetzt kann ich da schreiben. Hier kann ich Zoom machen. Gesamt. Und jetzt kann ich hier sagen, wenn das ist kleiner als 1000 Franken, dann sollte hier Gewinn stehen und sonst Verlust. Und sonst Bilanz. Zack. Und jetzt mache ich noch Folgendes. Ich sage Tausender minus Aufwand. Und ich sehe jetzt so etwas, das formatiere ich schnell. Und jetzt denke ich mir, diese Tabelle möchte ich im Word haben. Und jetzt speichere mir diese Tabelle schnell, auch in dem gleichen Ordner, auf dem Desktop. Zack. Kosten. Jetzt möchte ich das Ganze einfügen, aber nicht so, dass jemand reinklicken kann, sondern Kosten in der Autobranche. Das ist auch Überschrift 1, wird das sein. Schubs, Schubs. Auf nächsten Blatt. Und jetzt, hier, das muss ich deformatiert. Und hier gehe ich auf mache ich Folgendes. Ich überlege mir, soll ich das einfach kopieren? Ctrl C, Ctrl V. Geht's. Oder soll ich Folgendes machen? Entschuldigung, das muss ich löschen. Soll ich sagen, einfügen, Screenshot. Bildschirmausschnitt. Entschuldigung, ich muss noch einmal machen. Ich habe es vergessen, die Markierung zu entfernen. Einfügen, Screenshot, Bildschirmausschnitt. Und jetzt in aller Ruhe so etwas hier einfügen. Welche Art Sie nehmen,
steht in dem Feld. So, ich speichere jetzt das Ganze. Schritt 1, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen jetzt zum Beispiel noch Abbildungsverzeichnis machen. Wir müssten hier mit der rechten Maustaste Felder aktualisieren, Inhaltsverzeichnis ganz aktualisieren. Oder? Wir müssten hier am Ende noch Bildschirmverzeichnis erstellen mit Referenzen, mit Abbildungsverzeichnis einfügen, mit OK. Gell? Aber ich muss jetzt springen, weil wir in 40 Minuten den Kurs beginnen. Bis dann.